Guten Tag. Oh, guten Tag, Herr Meier. Der Chef hat mich herbestellt. Einen Augenblick. Herr von Amerungen, unser Chefbuchhalter Herr Meier ist da. Soll reinkommen. Sofort. Bitte, Herr Meier. Danke. Kann ich meine Tasche hier hinstellen? Aber selbstverständlich. Danke. Herein. Guten Tag, Herr Direktor. Guten Tag, Herr Meier. Bitte nehmen Sie doch Platz. Okay. Herr Meier, wie alt sind Sie? 61. Und wie lange sind Sie schon bei der Firma? Genau 40 Jahre. Als Sie damals bei meinem Vater anfingen, wie viel haben Sie da im Monat verdient? 300 Mark. Und heute? 1500. Netto? Brutto. Herr Meier, Ihnen als Chefbuchhalter dürfte ja sicher bekannt sein, dass wir in diesem Jahr schon einen Verlust von 1,2 Millionen zu verzeichnen haben. Ja, ich weiß. Genau 1,2 Millionen Mark. Sie werden also einsehen, dass wir an allen Ecken und Enden sparen müssen. Ja, unbedingt, unbedingt, natürlich. Um es kurz zu machen, ich muss Sie sofort entlassen. Selbstverständlich, Herr Direktor. Sie haben dafür Verständnis. Ich meine, Sie sind mir nicht böse. Ja, aber ganz gewiss nicht. Nein, nein. Natürlich habe ich Verständnis dafür. Man muss ja auch an die Firma denken. Ja. Bitte. Ja. Alles Gute. Danke. Nein, man könnte doch versuchen, aber ein Vergleichsverfahren könnte man doch. Das war. Oh, Herr Meier, gehen Sie schon? Ja, für immer. Ich bin eben entlassen worden. Entlassen? Um Gottes Willen, was werden Sie denn jetzt tun? Ich gehe nach Südamerika. Mit 1,2 Millionen. Sind Sie Herr Scheel? Ja. Mein Name ist Mommerl. Sie hatten aber mir zu Hause angerufen, wegen der Gartenmauer. Ach ja, richtig. Janu, so hoch soll sie etwa werden? Hier nur vorne oder auch hinten? Nee, auch hinten. Was wird denn das etwa kosten? Ja, hinten und vorne, das würden ungefähr so 1000 Mark. Und ich krieg 35 Mark in der Stunde, ne? Das kann ganz schön teuer werden. Ja, ich meine, nicht, wenn wir das schwarz machen. Nee, ich möchte die Mauer schon hell haben. Haben Sie nie was von Schwarzarbeit gehört? Nee. Also, hier, der Metzger gegenüber, ne? Der hat eine neue Vordertür eingesetzt. Aber nichts für genommen, aber dafür kriege ich jetzt ein Jahr lang jeden Tag ein halbes Pfund Aufschnitt für lau. Oder drüben der Lehrer, ne? In 14 Tagen habe ich den in der Garage hochgezogen. Das hätte normalerweise 4 Mille gekostet. Bei mir 2,5. Ja, oder? Ich kenne den Dr. Plath unten an der Ecke. Das neue Dach, was der drauf war, ne? Das habe ich gemacht, ne? 6000 Mark. Ja, bei mir knapp der Hälfte. Das kann Ihnen doch nur recht sein. Hat heute keiner mehr Geld. Ich weiß ja nicht, was Sie beruflich machen, aber. Ich? Ja. Ich bin beim Finanzamt.